Ja, hallo, hier ist wieder euer Delphi mit einer weiteren Folge mit Amoret Wofor. Ja, heute werden wir wieder mit einem russischen Modell mit dem Typ 62 spielen. Hört zu der Kategorie leichter Panzer, sieht aber richtig wummig aus. Ja, hat eine 85 mm Kanone, also ist schon beachtlich. Also optisch so sieht der nicht schlecht aus. Ja, macht seine 60 km/h. Ja, seine Tarnung liegt bei 26%. 4-Mann-Besatzung. Ja, wir starten einfach mal und sehen, was der im Gefecht alles kann. Und schon geht es los. Mann, das geht ja wie im Taubenschlag hier. Ach, das führt uns schon wieder nach Sibirien. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Spiel mit den PT-85 auch. Da hatten wir die Schlacht, fällt mir noch erinnern. Ja, gewonnen, genau. Leider konnten wir keinen Abschuss verbuchen. Mal sehen, wie es heute wird. Ich denke mir, wir werden heute wieder rechts langfahren. Mal schauen, wo wir hier stehen. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ja. Sehr schwierig jetzt da auf die Höhe. Wir werden diesmal, denke ich, mehr nach links wegfahren. Oder? Wie sei wie hier die Seite ziemlich alleine sind. Mal erstmal beobachten, wo die anderen langfahren. Ja, immer in die Gruppe bleiben. Gut. Wir werden da lang. Ja, man sieht, er ist relativ ganz schön langsam. Aber naja, für seine Panzerung etc. Hat es seine Vor- und Nachteile. Aber man sieht, wir haben einige noch schwerer. Hier kommt man hier runter.
Ja, weil wir die Kanone einfach nicht runterbekommen. Dann rein da hinten irgendwie hinkommen. Komm. Da hinten. Mal schnell hin. Aber das werden wir, denke ich mir, heute hier nicht mehr schaffen. Fahr mal. Ja, der ist. Na, ich glaube, wenn jetzt nicht mehr passiert, werden wir das Ding heute vielleicht doch noch nach Hause schaukeln. Und wieder ein weiterer Sieg. War wieder eine schnelle Runde. Wir haben ja nicht mal 8 Minuten gebraucht diesmal. Aber entscheidend ist, dass wir den Sieg davon getragen haben. Ja. Ja, 796 Sternis, 18.267 Taler. 556 zugefügter Schaden, Basis erobert und zweimal Schaden bestimmter Menge an den Gegner. Ja, und natürlich überlebt. Ja, hat zwar Spaß gemacht, ich hätte euch wieder auch gerne mehr gezeigt, aber im Endeffekt ist es schon mal gut, dass wir das Ding heute wieder gewonnen haben. Ja. Wäre ich jetzt da weiter alleine da an die Ecke und hätte mir, ich denke mir, dann hätten wir das Ding verloren. Es war ganz guter Zug gewesen, dass wir uns da dass wir uns zurückgezogen haben. Ja, ist noch ganz gut ausgegangen mit den Typ 62, mit den russischen Panzer hier. Ja. Also die Panzerung ist schon nicht schlecht. Der kann schon ein paar Sachen einstecken. Die Wumme, ja, ist nicht so hundertprozentig zur Geltung gekommen. Aber mit der Geschwindigkeit durch das andere alles ist gerade noch im Rahmen. Aber naja, gut, man kann nicht alles haben. Gut, das war die heutige Folge. Wir können uns ja nochmal den Panzer von allen Seiten uns anschauen. Also so modellmäßig sieht das schon nicht schlecht aus. Also ist schon ein kleines Kraftpaket. Ja. So. Dann würde ich sagen, dann werde ich hier mit die Folge heute beenden. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut bei Armored Warfare. Und ja,
Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Delphi. Ciao, ciao.